Einen wunderschönen guten Morgen heute aus Bad Kreuznach. Heute pünktlich zum Wochenende, Freitag der 19.8. haben wir heute. Und ja, zum Thema, wie heißt die Sendung eigentlich? Neues aus der wilden Küche, neue Rezepte. Das heißt, ihr könnt beruhigt ins Wochenende starten, wenn ihr die Sendung hier gerade schaut und habt einige Inspirationen, vielleicht um eine kleine Grillparty zu schmeißen oder um euch selbst irgendwie zu bekochen. Genau, dafür braucht ihr nicht viel. Also das ist so ein bisschen die Philosophie dieses, dieser wilden Küche, sage ich jetzt mal. Und da starten wir jetzt gleich mal mit ein paar Rezepten, aber bevor es losgeht, vielleicht nochmal so einen kleinen Rückblick auf die anderen Teile. Also die Frage ist ja, was ist die Wildnisküche, was ist Outdoor-Kochen und was ist so das, was dahinter steht. Das ist ganz einfach. Ich selbst bin oft in der Natur unterwegs und im Laufe meiner Jahre habe ich einige Rezepte sammeln können. Also wenn man zum Beispiel wie ich im Kajak unterwegs ist, tourt durch die Alpen, dann ist man nicht immer unbedingt in einem Hotel, sondern eher in der Regel campt man. Und das schließt natürlich ab und zu mal schön essen gehen ein, aber nicht immer, sondern dann ist man irgendwo in einem abgelegenen Tal mit ein paar Freunden zusammen und muss was zusammen purzeln. Und insofern haben sich so verschiedene Rezepte entwickelt. Das Ganze hat sich allerdings so ein bisschen verfeinert. Also mittlerweile machen wir ja vom Bildungswerk auch sogenannte Outdoor-Kochkurse, wo es darum geht, irgendwie auf Feuer zu kochen, ganz ursprünglich, also ganz weit weg von Gasgrill oder Elektrogrill. Das heißt, wir kochen in der Regel ein mehrgängiges Menü. Letztens hatten wir bestimmt 10 Gerichte da an einem Tag zusammen und das sind diese Outdoor-Kochkurse und das ein oder andere Menü hat sich da durchaus entwickelt und kann sich sehen lassen und eigentlich immer total lecker. Wir teilen dann die Gruppen immer ein in verschiedene Rezepte, so, also jeder teilt sich dann quasi selbst ein und sagt, ich möchte gern damit kochen und dann klappt das eigentlich in der Regel total gut und ich laufe rum und super wie dir sozusagen die Teilnehmer und gebe dann Tipps und koche mit denen aber auch zusammen. Ja, also Outdoor-Kochen heißt draußen kochen, heißt nicht immer nur grillen, heißt auch manchmal Soßen, Dips herstellen, heißt in jedem Fall Gemüse, frische Lebensmittel. Das Ganze heute mal als Sommer-Edition, Rezepte aus der wilden Küche, alles, was man im Sommer so umsetzen kann. Und da auch, wilde Küche, eher so auf den Garten bezogen, kann man alles wunderbar zu Hause kochen. Dafür müsst ihr jetzt nicht unbedingt eine Wanderung machen, um da das eine oder andere zu machen. Zumal im Dutch Oven, beziehungsweise in der großen Pfanne, das werdet ihr unterwegs sowieso nicht dabei haben. Aber gucken wir uns das an. Also wir fangen an mit Fisch und Meer. Wir haben verschiedene Dips und Soßen dabei. Wir haben kleine Leckereien und Appetizer, die ihr auch zu Hause auf dem Grill euren Gästen anbieten könnt. Und Fleisch und Gemüse im Dutch, da habe ich jetzt nochmal ein schönes Rezept rausgesucht aus Griechenland. Also freut euch drauf, wir starten. Was sehen wir da? Eine große Pfanne, eine wirklich große Pfanne und eine Paella-Pfanne natürlich. Und Paella ist wahrscheinlich was, was die wenigsten mal ausprobiert haben, weil sie vielleicht denken, oh, das ist viel zu kompliziert. Und aber im Prinzip ist das alles relativ einfach nachzukochen. Deswegen meine Inspiration, einfach mal machen, beziehungsweise das, was ich euch gerne weitergeben würde, einfach mal machen und das klappt schon irgendwie. Und beim nächsten Mal ist man auf jeden Fall schlauer und hat was gelernt. Ja, Paella vom Feuer, ganz klar, was braucht ihr dazu? Eine riesen Pfanne oder gibt es natürlich auch kleiner. Und wir haben sozusagen einen Unterbau, wo wir entweder, kann man auch mit einem sogenannten Ringbrenner, also einem Paella-Brenner machen. Man kann das auch in kleinerer Form auch zu Hause auf der Herdplatte nachmachen.
Aber mit Holz ist natürlich ein wenig ursprünglicher und macht natürlich super viel Spaß. Und ja, wie macht ihr das? Also ihr seht auch hier in den Rezepten nicht unbedingt Mengenangaben. Das ist auch so eine kleine Philosophie von mir. Das heißt, Lernen steht an, sozusagen, Learning by Doing, dass ihr das irgendwie so ins Gefühl kriegt. Also diejenigen, die schon Kocherfahrung haben, wissen das eh, wie viel Salz und Pfeffer sie verwenden müssen und auch von den Zutaten her. Ansonsten, ja, ich mache das alles Pi mal Daumen und gebe meinen Teilnehmerinnen auch immer so mit, dass sie das ausprobieren sollen. Und von daher werdet ihr selten Mengenangaben finden in meinen Rezepten. Genauso hier, also Hühnchen in Olivenöl anbraten, rausnehmen. Das heißt, hier könnt ihr alle, ja, Teile des Hühnchens nehmen, im Prinzip von Brust bis zu den Flügeln, wobei Brust man in der Paella eigentlich weniger verwendet, sondern eher so diese, in Anführungszeichen, sekundären Teile wie Flügel oder Keulen. Genau, das wird dann im Prinzip angebraten, wird dann aber rausgenommen, wenn das fast gar ist und später wieder hinzugefügt. Und was ich gerne mache, ist dann Frutti de Mare anbraten. Das heißt, wir haben durch dieses Anbraten dieser Meeresfrüchte sozusagen ein schönes Meeresfrüchtearoma dann im Sud dann auch drin. Die können auch gerne mit garen, das spielt keine Rolle. Dann kommen Zwiebeln, Knoblauch und Petersilie dazu. Das Ganze noch mit roten Paprikastücken. Und das wird dann alles angeschwitzt. Und dann kommt der Reis schon dazu. Da gibt es ein paar verschiedene Reissorten. Also oftmals steht Paella-Reis drauf. Das ist eigentlich meistens auch so das Gleiche, was ihr ja so als Risotto-Reis kennt. Und Risotto-Reis ist eigentlich ein Rundkornreis. Also alles Reissorten, die ein bisschen grobkörniger sind, die solltet ihr auf jeden Fall dazu nehmen. Dann kommen noch ein paar Tomatenstücke dabei dazu und das Ganze wird mit Weißwein abgelöscht und natürlich dann auch so ein bisschen mit Gemüsebrühe. Und dann könnt ihr das schon mal würzen, kräftig mit Salz, Pfeffer und optional Chili-Pulver, Safran. Safran ist so das klassische Gewürz, das macht die gelbe Farbe in der Paella. Ja, und was hervorragend auch zu Fisch bzw. Scampi, Frutti de Mare auch passt, ist ein Hauch Zimt. Das könnt ihr mal ausprobieren, auch vielleicht in anderen Rezepten. Das gibt eine ganz tolle Kombination, also gerade mit Chili, das Scharfes und Zimt passt hervorragend zu Meeresfrüchten. Ja, das Ganze wird dann ein bisschen mit Gemüsebrühe noch aufgefüllt und dann wird das Ganze nochmal aufgekocht. Der Reis braucht so ungefähr 25 Minuten plus minus. Das muss man dann mal überprüfen. Und das Hühnchen kommt natürlich auch zum Fertiggaren hinein und dann die Garnelen Scampis, sofern ihr wollt, könnt ihr auch in diesen Sud rein tun und das gart dann alles zusammen. Und idealerweise verdampft dann die ganze Flüssigkeit und die Paella hat am Boden so eine leichte Kruste und das Ganze dann noch mit Zitrone garnieren oder abschmecken. Und dann habt ihr eine hervorragende Paella auf dem Feuer zubereitet und könnt die mit euren Freunden, mit eurer Familie genießen. Ja, also ihr seht im Prinzip gar nicht so schwer von den Schritten her. Einfach trauen, einfach machen, das passt schon. Und selbst wenn es einmal schief geht, kann man ja immer noch mal wiederholen. Okay, das war die Paella. Dann bleiben wir in Spanien und haben noch mal so einen Dip. Kann man auch hervorragend kombinieren, gerade mit geröstetem Brot oder mit Baguette als kleinen Appetizer, als Vorspeise. Aber diese Soße, die gibt es in einer grünen Variante und in einer roten Variante. Die passen auch hervorragend zu Fleisch oder Fisch, beziehungsweise natürlich auch zu Gemüse. Und
Ja, solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Auch ein ganz einfaches Rezept eigentlich mit frischen Zutaten. Ich habe jetzt mal die grüne Mocho als Rezept hier beigefügt. Also ihr nehmt eine grüne Paprika, da müsst ihr darauf achten, dass die grüne Paprika auch vom Geschmack her relativ gut ist. Also sie ist ganz oft bitter. Das heißt, vorher mal probieren, wenn die in Ordnung ist, verwenden. Dann Blattpetersilie dazu, so eine Handvoll. Und Knoblauch nach Belieben. Also in der Regel für so eine Portion mit einer Paprika. So, ich würde mal sagen 3 bis 15. Und noch Zitronensaft dazu. Da müsst ihr schauen, dass es nicht zu sauer wird. Also gerade bei dem Rezept, jetzt bin ich doch bei Mengenangaben, so einen Saft von einer halben Zitrone. Und ja, noch ordentlich mit Olivenöl auffüllen. Das ist sozusagen der Geschmacksträger und das, was die Flüssigkeit dann auch oder das verbindende Element. Das wirkt sozusagen mit dem Dijon-Senf als Emulgator und das wird dann relativ gut von der Konsistenz. Also den Senf dazugeben, dann Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker rundet das Ganze dann ab. Wer möchte, kann da auch frische Chili dazu tun. Dann wird es natürlich ein bisschen schärfer. Und das Ganze einfach mal im Pürierstab durchmixen. Und dann seht ihr schon von der Konsistenz und vom Geschmack überprüfen. Wenn das Ganze zu dünnflüssig sein sollte, könnt ihr noch so ein Weißbrot dazugeben. Das kann man auch rösten. Dann habt ihr nochmal so ein Röstaroma dazu und dieses Brot wird dann halt natürlich auch nochmal püriert und das gibt dann so eine herrliche Bindung. Dann wird das Ganze ein bisschen dickflüssiger. Muss man aber nicht machen, also einfach mal schauen und wie gesagt, das gibt es natürlich auch nochmal als rote Variante. Das heißt, ihr nehmt statt einer grünen Paprika natürlich dann eine rote Paprika, kann man auch mit einer gelben machen. Das ist relativ egal. Und das passt hervorragend, wie gesagt, zu Fisch oder Fleisch bzw. Gemüse. Ja, ich habe das Rezept meinem spanischen Restaurant aus den Rippen geleiert, sozusagen mit viel, viel Einsatz hat der Koch dann so ein paar Geheimnisse preisgegeben. Der macht das Ganze natürlich nicht im Mixer, sondern der hat einen Mörser und im Mörser kriegt ihr nochmal so eine andere Konsistenz, ist natürlich aber auch ein bisschen aufwendiger. Ja, ich krieg schon langsam Hunger. Wir bleiben beim Thema Fisch. Wir haben hier jetzt nochmal auf Anfrage den finnischen Flammlachs. Das ist ein kleiner Eindruck aus unserem letzten Kurs. Outdoor-Kochkurs und ja, der Flammlachs ist eigentlich auch total einfach zu machen. Ihr nehmt einfach eine Lachsseite, ein Filet mit Haut und das wird dann auf ein Brett aufgezogen. Ja, das heißt, das gibt es fertig zu kaufen. Da gibt es fertige Lösungen. Die haben zum Teil Edelstahlklammern. Das heißt, der Fisch wird mit so einer Edelstahlklammer dann an dem Brett festgehalten. Und das Brett hat unten wiederum eine Halterung, das heißt, das kann man dann an eine Feuerschale klicken und dann steht der Lachs sozusagen am Feuer. Ihr seht das hier auch nochmal am Bild, im Bild und dann wird der am Feuer sozusagen ja heiß geräuchert. Das heißt, das Bild hier ist auch ein bisschen übertrieben. Das war gerade in dem Anheizen, also so viel Flammen braucht ihr natürlich nicht. Es reicht ein kleines Feuer zu machen, was in einem gewissen Abstand zu dem Fisch dann vor sich hin brennt und ja auch die ein oder andere Rauchnote dann auch überträgt. Wie gesagt, das sind die fertigen Lösungen. Man kann allerdings ein ganz normales Brett aus dem Baumarkt, also ein Vollholz. Wir haben hier, ich glaube, das waren Fichten, Dielen, Bretter, die man so normalerweise für die Baustelle kaufen kann im Baumarkt, da ein Stück weit ein Stück rausgeschnitten und dann kann man den Fisch irgendwie befestigen. Wir haben es jetzt in dem Kurs mal als mehr oder weniger als Joke
festgeschraubt mit Edelstahlschrauben, weil die so einen größeren Kopf haben. Das heißt, der Fisch hat dann auch einen gewissen Anpressdruck. Man kann das Ganze allerdings auch mit Nägeln machen. Und ich glaube, in Finnland bohrt man kleine Löcher in das Holz rein und schnitzt dann so kleine Holzpflöcke und schlägt dann sozusagen dann den Fisch mit Haut auf das Brett und stellt den dann schräg. Und vom Rezept her ist das alles relativ simpel. Also Fisch säubern, dann auf diesen Holzbrett fixieren, dann salzen, pfeffern und ein bisschen Zitronensaft. Das war's im Prinzip. Und wer mag, kann da noch ein bisschen Zitronenschale auch mit reingeben. Dann hat man nicht so viel Säure, aber dieses Zitronenaroma. Und ihr seht, wenn der Fisch gut ist, tritt das Ganze Eiweiß aus. Es gibt so weiße Flüssigkeit und dann wisst ihr, okay, der Fisch ist gar, den könnt ihr runterholen und genießen. Ja, ein sehr einfaches Rezept. Da ist eher so die Schwierigkeit, das Ganze ja, vorzubereiten und die Schwierigkeit, dass der Lachs dann auch auf dem Brett fixiert ist, weil ihr müsst vorstellen, das Fischfleisch wird natürlich ein bisschen zarter, wenn das gar ist, und dann kann es schon passieren, dass sich das ein bisschen ablöst. Das muss man aber einfach dann riskieren. Dann ein Rezept, ein schönes Curry, was so den letzten Pfiff mit Aprikosen beinhaltet oder was das Ganze nochmal abrundet. Lammcurry, also diejenigen, die gerne Lamm essen, das Ganze auch in einem Dutch Oven umsetzbar. Das ja, wird im Prinzip gekocht wie ein ganz normales Curry. Das heißt, man schneidet das Fleisch klein und ja, brät es in Olivenöl an. Und dann kommen die ganzen Gewürze dazu. Und das war es im Prinzip schon, ja. Und Deckel drauf und einfach eine Stunde abwarten. Vielleicht ab und zu mal umrühren, bis das Fleisch gar ist. Und dann hat man ein wunderbares Curry. Und das hier, ja, kriegt natürlich den Pfiff durch diese getrockneten Aprikosen, aber halt auch so durch diese klassischen Inhalte wie Knoblauch, Zwiebeln. Dann haben wir hier drin frischen Ingwer, Currypulver, Gelb. Könnt ihr natürlich auch ein bisschen rumexperimentieren. Gerade Curry ist ja eine Gewürzmischung, die es in vielen verschiedenen Richtungen gibt. Und da habt ihr bestimmt schon euer Lieblingscurry. Das könnt ihr dann natürlich verwenden. Dann, wer mag, ein bisschen Schärfe, entweder durch Chili-Pulver, Cayenne-Pfeffer oder frische Chilischote. Und auch hier haben wir so eine kleine orientalische Note drin mit Zimt. Zimt, ein Lorbeerblatt noch mit rein und das Ganze mit Weißwein ablöschen. Auch ein bisschen Säure hier durch die Zitrone. Und dann wird noch Kartoffeln dazugegeben. Also die Kartoffeln garen dann sozusagen mit dem Fleisch in der ganzen Flüssigkeit und haben natürlich dann auch einen super Geschmack. Von Gemüse her noch Karotte und Sellerie und ein bisschen Mehl zum Abbinden, Salz, Pfeffer und das war's schon. Der Vorteil bei so einem Curry, das kann man natürlich auch mit anderen Inhalten machen, anderen Fleischsorten, anderen Gemüsesorten. Man kann da auch ein bisschen, wenn man in die asiatische Richtung gehen will, ein bisschen Kokosmilch dazugeben und ein bisschen thailändische Gewürze. Der Vorteil ist halt, man vereint halt sozusagen alles im Dutch Oven. Das ist dieser große schwarze Topf mit Deckel, stellt den auf oder ins Feuer und ja, muss im Prinzip nur abwarten, bis das Ganze gar ist und dann ja, hat man ein sehr, sehr leckeres Gericht. Nochmal zurück zu den Dips. Wir haben hier nochmal eine Tomatensalsa. Diejenigen, die das Glück haben, im Garten frisches Gemüse zu haben, werden natürlich jetzt gerade in dieser Zeit mit Tomaten überschwemmt. Und manchmal weiß man nicht, was man mit den ganzen Tomaten machen soll. Tipp von mir, macht mal so eine
Tomatensalsa. Die ist relativ schnell auch hergestellt und ist eigentlich auch total einfach. So, wir sehen auch hier wieder Knoblauch, Zwiebeln, Olivenöl. Das sind so die Klassiker, die man da drin verwendet. Und ihr schneidet die Tomaten einfach ganz, ganz klein. Holt vielleicht mal den Strunk raus und ein paar Kerne und dann in kleine Würfel schneiden. Dann gebt ihr diese anderen Gewürze noch dazu. Und ein gutes Olivenöl, ein Schuss Balsamico-Essig für die Säure, vielleicht ein bisschen Zucker zum Abrunden und auch hier wieder Dijon-Senf, Salz, Pfeffer, ein bisschen Petersilie, wer mag, oder Basilikum oder Koriander. Also da ist so die Frage, was mögt ihr? Also gerade Koriander ist ein frisches Gewürz, was sehr penetrant sein kann. Und ich glaube, es gibt Leute, die mögen es, und es gibt halt Leute, die mögen es auf gar keinen Fall. Ja, da müsst ihr selbst die Richtung dann sozusagen festlegen. Oder ihr geht klassisch mit Petersilie in die eine Richtung, oder ihr macht noch Basilikum dazu. Basilikum ganz klar dann Richtung italienische Art, beziehungsweise Petersilie und Basilikum kann man auch ganz gut kombinieren. Vielleicht kann man sogar auch alle drei kombinieren. Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber Tomatensalsa auch super lecker. Auch wie die Mojo vorne. Ja, auf Baguette ein tolles Gericht. Genauso wie Rucola-Pesto. Auch Rucola im Garten. Wer einmal Rucola hatte, wird Rucola fast nie mehr los. Und weiß teilweise auch nicht, wohin mit dem ganzen Grünzeug. Keine Frage, macht man schnell ein Pesto. Auch das hervorragend auf Brot, aber man kann das auch hervorragend zu Nudeln einsetzen. Was nehmt ihr dazu? Natürlich Rucola, dann auch wieder hier Knoblauch, Olivenöl, Zitronensaft, Dijon-Senf, Salz, Pfeffer, Zucker, Petersilie, kennen wir alles. Und ja, hier nochmal eine Variante, beziehungsweise so klassischer Inhalt, klassische Zutat von Pesto, Pinienkerne und ein bisschen Käse. Da könnt ihr nehmen harten Parmesan oder auch Pecorino. Pecorino ist, ich glaube, Schafskäse, ja. Schafskäse oder Ziege, nee, Schaf. Egal, Pecorino, leckerer Käse. Ich meine, es wäre scharf. Genau, Rucola-Pesto. Dann seid ihr hier schon mal gut aufgestellt, was die Dips angeht. Und dann, ja, braucht ihr vielleicht mal eine kleine Abwechslung auf dem Grill, weil immer nur Bratwurst und Steak ja langweilig ist. Und da habe ich folgendes Rezept für euch, ein sogenannter, ja, Lollipop-Tandoori-Style. Also Tandoori ist diese Tandoori-Paste, die ihr im Asialaden auch oder mittlerweile auch im Supermarkt kaufen könnt. Gibt ein sehr tolles Aroma und das Ganze wird quasi als Hackfleisch mit Kalbshackfleisch wird dann mit frischem Koriander, Basilikum, Petersilie, Frühlingszwiebeln gemischt. Dann gibt ihr noch so ein bisschen Sojasauce dazu und wer mag halt auch Chili. Eigelb gibt dann nochmal so eine Art Bindung. Dann haben wir auch hier Knoblauch mit drin und eine Prise Zucker. Und je nachdem, wie die Konsistenz von dem Hackfleisch ist, auch Semmelbrösel. Dann das Ganze mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und ja, wenn das Ganze dann soweit fertig ist, dann geht ihr hin und nehmt Zitronengras. Gibt es auch mittlerweile in jedem Supermarkt zu kaufen. Ist relativ fest von der Struktur her. Das heißt, das kann man auch als Spieß benutzen und das tun wir hier in diesem Rezept. Ihr macht dann quasi das Ende ab. Das ist so ein bisschen dicker und hat so eine Art Strunk. Und dann könnt ihr dieses Hackfleisch um dieses Zitronengras ja, wickeln oder ja, wie sagt man da? Und auf jeden Fall sieht das ganz toll aus und schmeckt hervorragend. Und das Zitronengras gibt natürlich auch nochmal so eine gewisse Frische ab an das Fleisch. Und das wäre mal eine andere Variante oder ein kleiner Appetizer am Grill, was man durchaus schnell mal
vorbereiten kann und den Gästen auch dann anbieten kann. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Hähnchenoberkeulen. Diejenigen, die Hähnchen mögen, wenn bestimmt ihr eigenes Rezept haben, aber hier nochmal so ein bisschen maurische Art. Das heißt, wir gehen hier auch schon so mal ein bisschen in die Richtung, ja, Paprika, Kreuzkümmel, ein bisschen gemahlenen Koriander. Hier nochmal so ein bisschen Produktinfo. Koriander ist als frisches Grün, wie ich eben schon gesagt habe, relativ dominant, und gemahlener Koriander ist im Gegensatz dazu ja zwar auch ein sehr intensives Gewürz, aber kann man durchaus ganz gut mit anderen noch kombinieren und ist auf jeden Fall vom Geschmack her ganz anders als der frische. Und genau, das hier ist im Rezept drin. Also im Prinzip macht ihr eure Marinade mit Olivenöl und Zitronensaft und Sojasauce, bisschen Honig für die süße Variante, und dann kommen die ganzen Gewürze hier dazu. Koriander, Kreuzkümmel, Paprika in verschiedenen Variationen, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer. Und dann ist wichtig, dass ihr die Hähnchenkeulen dann auch lang genug mariniert. Also das kann man durchaus am Vortag schon vorbereiten. Und wenn ihr dann den Grill sozusagen sowieso schon am Laufen habt, dann könnt ihr natürlich die Hähnchen dann auch grillen, wobei da es wichtig ist, diese Hähnchen nicht zu scharf anzubraten oder anzugrillen, sondern ihr müsst darauf achten, dass eure Marinade bei dieser Garmethode halt nicht verbrennt, weil gerade dieses Paprika sehr dazu neigt, schnell zu verbrennen. Das heißt, ich würde die Hühnchen eher indirekt grillen, also nicht so in die heißeste Zone legen. Vielleicht, wenn ihr einen Deckel habt oder einen Kugelgrill, das Ganze indirekt im heißen Rauch gar zu ziehen, bis die dann nachher eine goldgelbe Farbe haben und nicht zu schwarz sind. Ja, jetzt kriege ich definitiv Hunger. Was haben wir noch? Wir haben genau ein schönes Gericht noch aus Griechenland. Ich weiß gar nicht, wie der Artikel ist. Fasolakia heißt das. Und das ist ein griechisches Bohnengericht, was man hervorragend auch im Dutch Oven machen kann. Und ihr seht auch hier jetzt gleich mal so ein paar Schritte, wie das Ganze vonstatten geht. Ein ganz tolles Gericht, was man so in der ursprünglichen griechischen Küche findet, was man, ich glaube, bei den wenigsten Griechen hier in Deutschland auf der Karte findet, aber auch im Prinzip ganz einfach und mit guten Zutaten ein hervorragendes Gericht. Besteht aus Rindfleisch, kann man natürlich auch mit Lammfleisch machen, eher so das Original, wer mag. Genau, dann kommen Tomaten hinein, frische, ein bisschen Tomatenpüree, Zwiebeln, Knoblauch, grüne Bohnen, Hauptbestandteil, und Kartoffeln, Petersilie als ja, Gewürz, Bohnenkraut auch. Man kann das mit Rezina ablöschen. Rezina ist ein geharzter griechischer trockener Weißwein. Kann man auch im Deutschen nehmen. Salz, Pfeffer und ein bisschen Oregano und ein Lorbeerblatt. Und auch wieder eine ganz einfache Zubereitungsart im Dutch Oven, wie letztens bei dem Curry. Alles in den Topf, Deckel drauf und dann wird's gut. Also wir sehen hier nochmal ein paar Zutaten. Ich habe das auch letztens draußen gemacht. Die Zwiebeln, die Tomaten, den Knoblauch. Also hier die grünen Bohnen, relativ groß, die kann man auch kleiner schneiden. Da werden einfach nur die Enden abgeschnitten und dann ist gut, dann kommen die in den Topf. Und ja, hier Bohnenkraut war auch ein Geschenk der Nachbarin, die frisches Bohnenkraut hatte und getrocknet hat. Sehr lecker. Und das Ganze unterstreicht natürlich diesen Geschmack der Bohnen. Und das Ganze wird alles klein geschnibbelt. Und dann kommt das Fleisch in den Topf. Wir haben hier einen relativ großen Dutch Oven. Ich stelle den immer auf ein Dreibein und dann kann man unten sehr gut anfeuern. Wenn man mag, kann man dann später auch noch von der Glut was auf den Deckel legen, ist aber bei dem Gericht nicht unbedingt erforderlich. Ja, dann kommen die ganzen Gemüsearten dazu. Also zuerst natürlich die Zwiebeln.
und der Knoblauch, das wird alles nochmal angebraten. Und wenn das Ganze eine schöne Farbe hat, genau, immer schön rühren, damit gar nichts anbrennt. Und das Ganze sieht dann so aus, wenn das ganze Gemüse mit drin ist, mit abgelöscht und mit Tomatenpüree, Tomatenstücken und die grünen Bohnen, also eine herrliche Farbe. Und dann kommt der Deckel drauf und dann wird das Ganze einfach nur anderthalb bis, ja, anderthalb Stunden etwa gegart. Das könnt ihr dann ausprobieren, bis das Ganze gar ist, beziehungsweise bis das Fleisch sehr zart ist, beziehungsweise die Bohnen halt auch. Die Bohnen brauchen relativ lange. In Griechenland isst man das nicht al dente, sondern eher gut durchgekocht. Und wie gesagt, hier, das ist der Wein zum Ablöschen. Den kann man auch trinken, allerdings nur, wenn er sehr kalt ist. Also es ist ein geharzter, griechischer, sehr trockener, säurehaltiger Weißwein. Das ist ein ganz einfacher Wein, aber durch dieses Baumharz, was dazugegeben wird, ja, schmeckt er ganz interessant im Sommer. Und ich glaube, da ist die Richtung auch eher so wie mit Koriander. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Aber auch zum Kochen gibt es ein sehr interessantes Aroma. Wenn das Ganze dann fertig ist, dann sieht das so aus, auch ganz tolle Farbe. Und ja, auf dem Teller noch ein bisschen mit Petersilie dekoriert. Und wir haben hier die super leckeren Bohnen in Tomatensoße mit Kartoffeln dazu und dem ja, sehr saftigen Rindfleisch, sehr zarten Rindfleisch. Oder wer mag das Ganze auch mit der Variante als Lamm-Eintopf. Ja, natürlich kann man das Ganze auch vegetarisch machen. Also ihr müsst da nicht unbedingt das Fleisch mit reinnehmen, sondern ihr könnt das Fleisch auch einfach weglassen. Dann habt ihr eine vegetarische bzw. eine vegane Variante dieses hervorragenden Gerichtes. Schmeckt auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ja, sehr einfaches Gericht. Dutch Oven, ein hervorragendes Teil. Ja, viel Spaß beim Nachkochen. Guten Appetit, sage ich jetzt mal an der Stelle. Ich hoffe, ihr habt einige Inspirationen mitgenommen und wie gesagt, traut euch was. Versucht einfach mal was anderes auf den Tisch zu zaubern. Gerade das Kochen mit Freunden, mit Familie zusammen irgendwie, ja, auch vielleicht mal was zu machen, wie die Paella oder den Fisch oder auch irgendwas im Dutch Oven. Macht auf jeden Fall Spaß und selbst wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann passt das auf jeden Fall beim zweiten Mal oder vielleicht auch beim dritten Mal. Ein schönes Wochenende, einen schönen Sommer und viel Spaß beim Nachkochen. Bis dann.